Na gut, jetzt weißt du mal, wie es ist, wenn Fremde in der Wohnung sind. Fußboden, den hab ich nicht hier. Da ist der Mann, der in der Nacht war. Jetzt hört man's wieder. Ja. Hat er eigentlich Geschwister? Ich glaube eine kleine Schwester, oder? Ja, Geschwister. Der hat noch eine Schwester und einen großen Bruder. Zack, zack. Mhm. Gibt es eine Tiefe, wo ich spätestens aufhören soll? Kannst du da irgendwo einen Glasfußboden reinziehen? Ich weiß nicht, was du da alles vorhast. Ich zimmer dir einfach einen Fußboden hier raus. Kannst du noch unterirdisch weiter bauen? Korrekt. Was für ein Tempel der Tränen oder so. Genau, das wird so eine richtige unterirdische Festungsanlage. Das ist dann so ein Abklatsch von dir. Wie heißt das in unserer? Ey! Mine der Tränen, ne? Genau. Das ist eine Abklatsch hier, Tempel der Tränen. Ne? Dann laden wir jetzt hier Runde 1 zur Schüsselübergabe und dann sagt er in Hunsgrab die ganze Zeit hier Tempel der Tränen, weil er es besser findet. Das ist der Plan. So. Gleich mal anschreiben. Nein. Natürlich nicht. So, jetzt ist zu. Ich habe mir jetzt eine Mauer innen einbaut. Angst, da kommt hier einer Besuchung. Ups. So nicht. Nein, nein, so, ja. Korrekt. Ist der wer? Hm. Der Fahrstuhlschacht ist zu klein. Ja, ne? Eindeutig. Eindeutig, viel zu klein. Aber wenn er breiter ist, dann sind wieder die Wohneinheiten zu klein. Das wenn stimmt. Breiter wäre. Da gebe ich dem Delfino recht. Und die Gefahr, dass er abstürzt, ist größer. Abstürze? Nee, es läutet. Es läutet? Ja, einen Moment, ich suche mein Bett. Na, es ist dark, aber das heißt, jemand hat die Mechanik zugedeckt. Ach so. Eventuell war ich das, ja? Hab mich schon gewundert, warum mir ein Block fehlt. Aber gut. Ja, das war genau die Stelle, die du weggemacht hast. Damit sie ihm nicht läutet. Wobei es ist 1, 2. Das könnte man eigentlich. Also, das war 1 zu viel. Ne, das passt schon. Das passt schon. Wer klettert da schon wieder vorbei? Passt das hier hoch? Ne.
Hier ist es anders. Wer bist du denn hier? Ach so, darauf gibt es keinen Sinn. Zack. Ja, jetzt ergibt es Sinn. Genau. Genau. Ja, die. Das wird gleich getragen von unten. So. Na, so sieht blöd aus, ne? Könnte man ja auch den machen. Ah, ja, das schaut gut aus. Hier, Spitzhacke. Nee, nicht Schwert, Spitzhacke. Ja, bist schon. Dann könnte man das so machen, aber das schaut super aus. Da habe ich schon gemacht, hier hinten noch nicht. Zack. Das schaut brillant aus. Ein brillanter Einfall. Ja. Kombiniert mit Ehre und Ruhm. Oh. No. Oh. Oh. Ich hänge fest. Spaß. Ja, ja, es ist wieder passiert. Der schiebt mich wieder hoch. Ich konnte aber auch nicht mehr runter. Hört sich lustig an. Ja, weißt du, du willst gerade in dein Apartment. Und dann so, kommt da plötzlich einer da. Von unten und schiebt dich wieder hoch. So. Das sieht aber schick aus hier unten. So. Wo ist denn eigentlich Pascards Eingang zu seinem Apartment? Das ist geheim. Ich hab das nicht gefunden. Das ist ein Geheimprojekt. Ach so. Das ist, wozu ein Dunkelzwerg nur meistens fähig ist. Weißt du, er gehört zum Zwergengeheimdienst. Kann man schon schlafen? Ja. Ja. Oder? Gucken, ob ich jetzt ja, mein Bett ist oben. Tja, du kannst schlecht. Jetzt nicht schlafen, es sind Monster in der Nähe. Schon wieder? Ja, schon wieder. Dann hängt er immer noch während der Fassade rum. Naja, an der Fassade nicht, aber die Etage drüber, die hat doch Anni vor uns ausgeleuchtet, oder irre ich mich da? Naja, ich glaube, innen ist ja niemand, die können nur außen irgendwo sein. Ich sehe keine. Oder hat irgendwer den anderen Schacht zubaut, den zweiten? Wer liegt nicht? Wo der Lift so, dann reinkommt. Enrico. Ja, ich musste kurz in deine Etage, wie gesagt. Was? Will das Spiel mich verarschen? Jetzt bin ich draußen. Jetzt schaffst du außen. Du darfst nicht an der Wand liegen. Na wunderbar. Zum Glück ist unten also, Wasser. Ich bin draußen hier am Rand des Turmes. Warte, ich komm mal hoch. Na, ich guck mir das jetzt auch nochmal an. Da gucke ich mal mit F3, wo hier irgendwo noch was dunkel ist. Wo bist du denn? So. Hier ist alles 19. Also hier die Scheibe zerschlagen. Ihr könntet. Ja, ich setze die aber gerade wieder hin. Ich habe nämlich noch ein paar Glasblöcke. Randaliert schon wieder? Der randaliert. Obwohl, nee, das ist doch meine Etage, oder? Das ja, ist sogar meine gerade, Etage. Ey, bei mir ist gar keiner. Ja, das ist sogar meine Etage. Alles klar. Weiter randalieren. Okay,
Okay, ich habe vielleicht die Problemetage gefunden. Ich bin in meiner eigenen Etage, alles klar. Ja, hier über mir ist noch gar nicht ausgeleuchtet. Ach so? Ja, ach so, ne? Genau über dir? Okay. Da, genau über mir ist noch. Ich arbeite mich gerade von oben nach unten. Genau, Cedric, du musst dir mal was anschauen. Hier ist Light 10, 11, 12, 10, 11, 12, 10, 11. Ja. Leuchte hier gerade ultramäßig aus. Wisst ihr, das war alles dunkel hier. Kein Wunder, hier, dass ich. Hier war alles dunkel. Okay, da hatte Anni vor uns ein paar Fackeln gestört, aber da hat sie wahrscheinlich nicht genügend getan. Oder war das eine Etage weiter unten? Oder? Die Anni ist schuld. Nee, die Anni ist nicht schuld. Nee, hier ist ein Rico drin. Was jetzt wäre? Jetzt kannst du auch mal die Anni. Ja, ich bin ja rein. Oh. Oh, ich hab dich jetzt nicht gesehen, ne, Clement? Ja, ist nicht schlimm. Ich hätte vielleicht eher auch warten sollen. Nein! Da ist die Anni. Ich hab nur oben gedrückt. Also, die Unterkuppel ist fast fertig. Cedric, kannst du mal schauen, runterkommen? Ich bin gerade oben angekommen. Egal, ich springe runter. Jo. Nee, den da. Nee. Was ist denn? Ach, musst du dir was anschauen. Zack. Kann man das so machen oder zerstört das die Optik? Kann man so machen, oder? Genau, das hätte ich einmal rundherum. Und dann seitlich jeden zweiten noch so, nur noch so Fenster reinmachen. Upsala. Deine Tür? Meine Tür hat bestimmt so eingesammelt. Ich? Jo. Ne, das ist absolut korrekt. Ja, wie gesagt, dann kann man wenigstens ein bisschen rausschauen. Hat so einen Mini-Balkon oder halt wie das heißt. Klar, Moment, ich muss mal kurz zu Anni. Ja. Danke. Bitte. Fehlt da was? Schaut eigentlich ganz gut aus. Ja. Fehlt eigentlich auf der Seite noch was? Clement? Weil bei der Tür sind ja auf der Seite noch Stufen. Das ist hier drüben nur so, weil hier unten drunter der Eingang ist. Ich weiß nicht, man kann ja unten überall einen Eingang hin machen. Sind glaube ich auch noch Stufen in der Truhe müssten eigentlich noch Treppen und Stufen sein. Das müsste eigentlich, könnte man in allen vier Himmelsrichtungen einen Eingang machen. Das passt eigentlich, könnte man wirklich machen. Ja, hätte doch was, oder? Das ja, hätte wirklich was. Von alle Seiten rein. Das wird wahrscheinlich ein Spaß, wie die Dorfbewohner den Leiternschacht hier entdecken. Also, ja. So à la Hüpfburg-mäßig, da man da überhaupt nicht mehr hoch oder runter kommt. Wobei, es dauert aber noch, oder? Ja, das dauert, bis die ganz oben sind, auf jeden Fall. Da müsstest du noch dazwischen Häuser hinbauen, damit die da mal hochkommen. Außer du schiebst sie hoch. Stimmt, aber irgendwann wird es wahrscheinlich mal so weit sein, dass die von dort hinten auch mal hier hochkommen. Mhm. Weil in den Hang sollen auch überall noch Häuschen entstehen. Wenn man hier oben von der Kuppel in Richtung Norden schaut, da sollen ja mal in späterer Zukunft auch ganz viele Gebäude hinkommen. Überall, in den ganzen Tälern und oben. Da wird alles zugebaut. Da kommen noch ein paar Villen drauf auf die Bergspitzen. Ah ja, dann für die Reichen. Genau, wie zum Beispiel die Drachenwacht da hier. Ja genau, dann genau Villa, dann ziehe ich aus dem Tor und ziehe dann in die Villa. So eine Ferienresidenz. Wo ist denn Fastgard? Unten. Er ist sehr konzentriert. Ja. Also wir haben die 3 Stunden schon geknackt. Hey, ich bin da. Hört ihr dich? Ja. Ungewöhnlich, ne, Anni? Jo. Ah, wie gesagt, bin ein wenig angestellt. Ja. War ich eben auch leicht angeschlagen. Ja.
Und er ist auch rot. Ich bin wieder weg. In euren Zwergenwitzen. Was hab ich denn da jetzt mit zu tun, Anni? Hm? Was hab ich denn da jetzt mit zu tun? Du hast gar nichts damit zu tun. Mir ging's gerade gar nicht gut. Okay. Ich war doch kurz weg. Ach so. Weil du gerade gesagt hast, wegen Cedric war ich kurz angeschlagen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Okay, gut. Da war mein Ohr wieder komisch drauf. Falsch angebunden. Falsch verbunden. Genau, falsch verbunden, ja. Telekom hat wieder Aussetzer. Deswegen war ich ja vorhin nicht da. Okay, ach ja, da warst du mal kurz nicht da, das stimmt. Ja. Das stimmt. Da hat die Anni absolut recht. Da ging es gar nicht gut. Da musste ich mal ganz kurz entfleuchen. Er ist Gastarbeiter gebunden, Erze wieder abzugeben. Natürlich doch. Also, wenn du die selber erfarmst, dann nicht. Außerdem bist du ja eh hier nur Gast in der Aufnahme, kannst du ja trotzdem auf den Server hier drauf, von daher macht das ja nichts, wenn du jetzt Gast bist und bist jetzt nur mal so als Gast eben auf dem Server. Dann natürlich. Schon nee, also du kannst das schon ruhig behalten. Alter, warte. Ich bin schon wieder in dem Modus, ist der Trick, drückt falsche Tasten zum falschen Moment. Dem Modus bin ich gerade schon wieder. Habe ich mich gerade erschrocken. Schrock. Ja, mal Delfino dabei, da hatten wir immer hier ein kleines, Späßchen. Drin hohl ist. Ja. Das war der Plan. Das kann man ja jetzt ausnutzen, ne? Okay. Jetzt kommt. Jo, abgelesen. Ich hatte auch. Was kann man das denn ausnutzen, Anni? Das wirst du schon sehen. Wissen, ne? Jetzt kriegt er schon Panik. Na, ich zoom gerade schon in den Leiterschacht rein, was hat die Anni vorhat. Aber ich lass mich überraschen. Solange es nichts hier. Na, ihr wisst schon, was ist. Sehr gut. Ich höre ich noch. Also nicht, dass ihr denkt. Ich hab's verstanden. Hä? Er ist im DS gemutet, dass er nicht die Aufnahme stört. Genau. Und er hört uns auch trotzdem. Genau, das hat er jetzt alles gehört. Ich hab hier Silberfische gefunden. Ja. Steinmilben um den Fernsehturm, so wird die Folge heißen. Genau. Die cool. Gäste werden rausgestrichen, sind nur noch die Silberfische wichtig. So. Jetzt brauchen wir hier noch Fenster. Ey, da ist wer. Da lungert wer unten. Ich glaube, es düstert gerade, oder? Ja, jetzt, es läutet. Yep. Klingeling. Klingeling, klingeling. Es kommt der Eiermann. Ah, ich mach ja schon. Immer mit der Ruhe, Faskan. Eine dicke Zirk ist nicht so schnell.
Das ist ein Blatt Papier. Das hätte ich jetzt auch machen. Let's erraten Dinge, die vor dem Mikrofon knistern. Es ist nicht ganz ein Papier. Naja, doch, eigentlich schon. Es ist die Hülle, wo die After Eight drinnen sind. Dieses Glockenläuten. Arrgh. Das hättest du nicht sagen dürfen, Delfino. Was? Ich hab's nicht gehört. Ah. Was hat er gesagt? Voll gemein, oder? Echt, ey. Ich habe gesagt, es ist die Hülle, wo die After Eight drinnen sind. Die hat geraschelt gerade. So, es sind genug Ärzte da, Ärzte sag ich hier, sind genug. Hey, wake up! Kleine da, wenn wir brauchen, einfach. Ich werde angestupst. Warum werde ich angestupst? Ist wer da? Das hat wehgetan. Wo, oh, wie, was, wann und warum? In den Ohren, als er düdüdüdüm macht. Düdüdüm? Düdüdüm. So. Jetzt habe ich hier ein Loch reingelassen in den Turm. Wie schaut das aus? Achtung, wird mal kurz laut, oder? Nee, doch? Nee? Nee, doch nicht. Hm. Könnte man eigentlich noch so richtig so jung. Boah, wie viel habe ich denn noch? Boah, ordentlich. Oh, es läutet schon wieder. Jetzt nicht mehr. Finde ich lustig. Ja, immer wenn der Zubaus kling kling. Jetzt sieht keiner bei uns hin her. Stört da im Endeffekt nur Delfino und Faskan, ne? Ja. Na und ja, die Annie ein bisschen. Richtig. Und die Annie ein bisschen. Ich mache mir kurz mal einen kleinen Spaß. Er will uns ärgern. Ja. Kommt doch hoch. Jetzt schon sehen, was er davon hat. Ja. Oh. Faska hat das Dynamit noch dabei. Jetzt habe ich wirklich zugebaut. Das ist Dynamit noch da. Ich kann dir vollkommen auslegen. Ich habe kein Problem. War das der Block? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir zünden den Turm von unten. Dann besser nach oben. Ja, dann werden wir sehen, wie er runterkommt. War das der Block? Ja, ne? Leidet's nicht? War mir gerade nicht sicher. Patrick, jetzt komplett, hier, Enrico komplett raus jetzt? Er ist Abendessen. Ach so. Hat er geschrieben. Ah, stimmt. Boah, Uhrzeit zum Essen. Ja, muss auch mal sein. Essen ist wichtig. Man kann nicht immer nur arbeiten. Genau. Jetzt hat er seine Abwechslung, die er eh wollte. Gut dann. So, jetzt gehen wir nochmal runter. Jetzt schauen wir uns nochmal an, ob wir den Turm jetzt verschandelt haben. Holt keiner hin. Ja, aber da sieht man halt so große Fenster. Na ja, wobei, es geht eigentlich noch. Ich glaube, wir haben es noch nicht verschandelt. Noch nicht. Nee. Wobei, irgendwie, irgendwas fehlt da noch. Na ja, wobei. Ja. Ich glaube, das geht noch. Wird Chef nicht schimpfen. Was? Ich schimpfe? Wenn doch, ist mir auch wurscht. Dann fliegt Chef von Turm. Ach nee, hier kommt der. Schmeiß mal ihn runter. Richtig. Hier kommt der hin. So, na, jetzt habe ich mich vertan. Der kann eigentlich weg.
Upsala. Glas zerschlagen. Das klingt mir so. Ich habe hier einen diskreten Baufehler drin, aber einen voll diskreten. Das heißt? Ist mir noch nicht aufgefallen. Genau. Ah ja. Fasgard hat das Problem erkannt. Ja, jetzt habe ich ihn. Genau. Und so und so. Was da schon wieder alles rumliegt am Material. Ja, na, ich schmeiße ja alles runter. Richtig. Dann muss ich mal nach unten. Huch! Huch! Wird eingesammelt eben. Ich sag ja, da schmeißt jemand ständig die Sachen runter. Wenn ich die abbaue und die fallen runter, irgendwo müssen sie ja landen. So. Hey, jetzt schauen wir uns die Außenfassade nochmal an. Genau. Ich glaube, das geht. Kann man so lassen. Ich vertraue dir. Naja, ich meine, die Fenster kann man so lassen, oder? Sieht ja schick aus. Es hat irgendwie was. So links und rechts, so Fenster unten, Fenster oben. Ja. Und trotzdem ist die Optik noch da von dem Fichtenholz. Jo, kann man so lassen. Ja. Mach ich auf der Rückseite dann auch so. Cedric kann es dann teuer vermieten, wenn meine Villa dann fertig ist. Wird wahrscheinlich in weiter Zukunft irgendwann mal kommen. Muss dich noch melden, dann komme ich vorbei. Sieht schick aus. Das hat was. Und auf der Rückseite kommen jetzt auch noch so Fenster rein. Und da kann man überall rausschauen. Um den Platz möglichst gut zu nutzen. Und dann vielleicht halt noch irgendwie eine Inneneinrichtung oder so. Aber da ist auch noch Platz. Russel, die Tine, bitte. Oh, Fasgard ist müde. Weißt du, da unten, wenn man ständig nur unter Tage ist, da ist die Luft etwas anders. Etwas dünner, ja. Gestern um 4 aufgestanden wegen Arbeit, dann musste ich warten, bis Fräuchen nach Hause kam. Die war erst um kurz nach 11 Uhr abends zu Hause. Hatte einen Arbeitsunfall, der musste noch helfen beim Papa. Ja. Oh Gott. Er hat sich die Hand geprellt. Oh. So, das heißt, die Nacht war schon mal kurz um 4 wieder aufstehen. Dann bis jetzt nicht weiter gepennt und. Und dann auch noch hier Bindehautentzündung. Eventuell, Nachbarn meinten zu mir, sieht aus, es kommt vom Schnupfen wahrscheinlich, das System ist. Achso, weil das ein bisschen zu sehr in der Augen gerieben, oder? Okay. Beide Augen sind es nicht nur ein Auge, sind beide. Drehen ein bisschen mit, das heißt manchmal ein bisschen verschwommen beim Gucken. Das kann auch von den, weil manchmal drückt Nebenhöhlen dann auf die Augen. Ah. Also der Inhalt, ne? Vorhin hat sich schon Moni. Ach, ja, aber hier. So, tun wir das klar sind, dass wir nichts drauf bauen. Ein Handballen hat so leicht schon eine Abnutzung. Ich glaube. Hupsala. Was war das? Das ist ein Teller auf einer Schüssel. Ah ja. Das Katapult war gerade. Ja, randaliert wieder. Ja, wie immer. Ja, ist ja nichts Neues, das stimmt. Es wird langsam dunkel, so wie das ausschaut, oder? Aber nur langsam.
Langsam. Stimmt. So, zack. Dunkelzwerg mag man ja die Sonne. Also das wäre es meine Nachtwächteruhr in der Höhle. Kann man einrichten. Da läutet ständig. Ja, Projekt, ja. Waffenzeit? Ja. Es läutet noch nicht. Noch nicht? Bei mir ist auch nichts. Nee, es ist noch kein Läuten zu hören. Aber jetzt. Jetzt muss ich wieder nach oben. Ich muss das Bett suchen. Da haben wir es doch. Boah, ich bin übelst. Zack. Dauert noch Stunden. Bim bam. Bin. Wer schläft hier nicht? Ah, jetzt. Ich hab geschlafen. Also ich hab nur ausgeruht, ich hab nicht gepennt. Mhm. Ja, ja. Mhm. So kann man es auch machen, ne? Oh. Wobei mal jemand, der Lust hat, die Kisten abzuholen. Welche Kisten denn? Kiste von mir, die hier unten steht. Kann ich ja gerne mal tun. Das ganze Material. So, ja. Ja, 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 ja. Kann ich dabei mal in die Zwischenetagen schauen? Die ist unten in seiner Höhle. In seiner Höhle? Ja, er baut ja unten, er lebt den ja. Keller aus. Genau, er macht einen schönen großen Keller. Er ist in der Pickos-Etage. Leiter mitbringen. Leiter mit Bett Leiter drunter und den kleinen Lagerraum. Super. Wäre nicht reichen. So. Hier ist ein kleiner Bereich. Seine Werkbank stehen hat. Super. Heidi ho, heidi ho. Hier ist die Anni. Hat hier einen Tisch. Mhm. Hat's ja noch nix. Oh, hier ist ein kleiner Lagerraum. Schön versteckt im Fahrstuhl. Ja. Das meinte ich ja, den kann glaub, man ja ich glaub, nutzen. Unter der Brücke ist, glaube ich, der. Ach so, meinst du das? Da kommt ja noch dann ein richtiger Fahrstuhl rein, oder? Ja, eigentlich schon. Ja. Unter der Brücke war, glaube ich, der Eingang. Ja, da bin ich ja. Hier steht so, Bett. Wo ist er denn? Ach, da! Aha. Wer fährt da oben schon wieder Auto? Das ist wieder irgend so ein komischer. Immer diese Autofahrer, die es mega eilig haben. Der schubst dich schon wieder hier. Nein. Wer schubst hier? Ey. Was macht's denn da schon wieder im Schacht? Der hat mich gehauen. Ja, ich schau, hier, welche Truhe? Die hier? Nee. Die eine einfach mal leeren, da oben. Ach so, Anni? Ja. Hast du gerade ein leeres Inventar? Nein. Okay. Ich komm gleich nochmal wieder, Fasgard. Jo. Lauf nicht weg, sag ich mal einfach so. Zack. Ach so, ihr funktioniert ein Mechanismus nicht mehr. Darum funktioniert das ja nicht. Hab mich schon gewundert, warum ihr nicht. Wasser, ne? Ja. Da gab's doch einen Einbruch. Ja. Ich bin schon gewundert, warum es hier unten tropft. Sommerfälle. Mhm. Ha! Ach. Vereiern, oder was? Fast. Ey! Nein! Aua! Was macht sie denn schon? Mich schubsen. Nee, du hast mich auch geschubst. Ach so? Ja. Du hast gewonnen. Guck mal, da steht eine Truhe offen bei dir auch. Aha. Steht die bei dir auch offen, die Truhe hier? Nee. Nee?
Nee. Also bei mir sind alle zu, wenn ich von oben runter schaue. Okay. Sehr mysteriös. Was hab ich denn hier? Dreck. Dreck und noch mehr Dreck. Da kommt kein Dreck rein. Dreck ist ganz vorn. Dort neben Sand ist Dreck. Dreck. Mensch, Herr Dreck, da kannst du wieder ordentliche Projekte starten mit dem ganzen Stein, was ich hier abbaue. Ja, Cedric. Freue ich mich. Dann kannst du gleich die Fenster anschauen von unten. Das kann ich tun. Ob du. Es geht so, oder? Oh, das schaut richtig cool aus. Mhm. Ja, ranzoomen. Kann man so lassen, oder? Ja. Stört, passt in die Optik rein. Ja, mache ich mal einen Screenshot hier, weil ich brauche noch ein paar Samtnäse hier. Ich habe gar keinen Screenshot heute gemacht. Ja, mach gleich einen schönen, wo ich am Balkon stehe. Habe ich schon. Und den Volk zuwink. Ah, guck mal, wenn man hochguckt, die Kuppel, die nimmt langsam Gestalt an. Ne? Also von unten sieht es schon rund aus. Ja, auch wenn ich von hier rauf schaue, das hat schon was, ja. Das ist schon. Das ist normal gebrannter Lehm, also das ist nichts gefärbt, ja, oder so. Aber schaut gut aus. Harmoniert sehr gut. Mhm. Und in den letzten Etagen hochzu wollte ich hier noch jetzt dieses. Jetzt kannst du noch ein Foto machen, jetzt sind wir zu zweit am Balkon. Ah, stimmt. Ja. Zack. Und Cheese. So. Mach ich noch ein Bild hier vom Fassgott, bevor er hier beim Grundgestein ist. Zwerg bei der Arbeit. Zwerg bei der Arbeit, genau. Machen wir uns hier mal fest, indem wir Shift drücken und können wir gleichzeitig stehen. Ah, natürlich. Ja, bleib mal kurz stehen. Jetzt muss er einmal lächeln, der Zwerg. Ja, genau, bleib mal stehen und hau mal geradeaus. Genau, weiterhauen, immer weiter. Also nicht laufen, sondern einfach nur schlagen. Genau. Immer weiter. Genau. Mhm. Ja. So. Jetzt muss noch irgendwie eine Richtung. Klar, Moment. Ja. Weißt du, was du hier noch machen kannst? Mach mal auf. Klar, Moment. Also, da könnte ich. Jetzt. Da ist der Schaf. Super. Danke. Genau. Aber der soll ja irgendwann noch verbaut werden. War. Habe ich mir sagen lassen. Ich hab ihn jetzt verbaut. Okay, Cedric, da kommt kein Aufzug mehr rein. Ja. Ja, oder du magst wirklich so einen Aufzug. Also, so viel Material frisst das gar nicht. Ich brauche nur. Da kommt eine Feuerwehrleiter rein. Eine Feuerwehrleiter. Es reicht ja, wenn er von unten einen Teleporter macht, wo man ganz raufkommt. Das war eigentlich der Grundgedanke, ja. Weil die Wohnungen soll ja keiner reinkommen. Die Mitarbeiter sollen ja direkt rauf in die Büros. Das war eigentlich der Grundgedanke. Stimmt, ja. Stimmt, da kann man eigentlich einen schönen Abstellraum reinmachen. Bist du gerade ganz oben, oder? Das kann man eigentlich auch noch zubauen. Da kriegt man so ein kleines Kistenlager rein. Wo meinst du jetzt? Ganz oben, oder? Hm? Wissen du ja gerade? Ich bin bei mir. Achso. Ich habe jetzt quasi den Fahrstuhlschacht jetzt auch zugebaut. Sehr gut. So. Wahrscheinlich gibt es dann im Erdgeschoss sozusagen dann einen kleinen Knopf, wo man dann. Ja, quasi so ein Express-Fahrstuhl, wo du direkt drauf kommst. Ja. Mit Teleporter, ne? Mhm. Korrekt. So wie in der Mumie in Ruhe. Ich will nicht die Leiter nutzen, falls irgendwer da zufällig rumsteht. Weil sonst stürzt man ab. Also ob das hier final ist, das weiß ich noch nicht. Aber das werden wir wahrscheinlich noch. Da müsste der Fino noch mal kurz hochkommen und sich das angucken. Moment, ich muss mal die Leitern wieder. Ich habe da 5 Leitern abgebaut. Mhm.
Dann kann ich dir mehr sagen. No? Hier drüben war ich. Ich komme. Yippie-Aye. Und ich habe mir kein Essen mitgenommen. Ganz oben, oder? Ja, ganz, ganz oben. Genau, da ist der ganze Bereich, wo dann noch die Fichte außen rein muss. Die Eiche? Laut unseren Architekten. Quasi unseren Farbmeister, der immer da ist. Muss ich mal ein paar Screenshots machen, ja. So, ich komme. Hier bin ich. Genau. Hier habe ich ja hier so einen schrägen Teil reingemacht. Kann man das so lassen? Oh, ouch. Da bin ich hier den Schacht wegen der Nachtwächter oder? Genau. Ah ja. Rückwärts runtergefallen. Zum Glück ging's da nicht zu weit runter. Ja, aber wobei. Hm? Ja. Oh, das schaut ein bisschen da kommt komisch aus. Glas dazwischen, oder? Nee. So wie unten, ja. So wie hier wird das dann. Warte, du bist jetzt unten, oder? Ich bin eine Etage unten, ja. Ja, dann komm ich mal runter. Okay, so wird das dann. Mhm. Ui, das ist schon richtig düster mittlerweile. Ich bin wieder da. Mhm. Und ich muss mich jetzt leider verabschieden. Okay. Okay. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Ich denke, okay. Mein Apartment kann ich dann morgen noch einrichten. Korrekt. Und ja, war eine schöne Aufnahme. Und ja, bis demnächst, ne? Tschüss. Ciao, ciao. Gute Nacht. Leitet schon unten? Ja, bei mir ist schon Nacht. Okay, da. Ich liege schon. Na, wir sind oben, da hört man nichts. Achso. Ich musste gerade mal noch ein paar Screenshots machen. Finster. Finstere Nacht. Vom Default Pack, da gibt es auch so einen Abklatsch von, was nicht die normalen Texturen hier, 16x6, oh, ich bin ein symmetrisch, sondern 32x32, nennt sich Fateful, kennst du das? Oh, nee, sag mir das nicht. Hat so einen Bleistift auch, ob er spielt am. Ja. Weiß nicht, ob du den kennst, ob er spielt. Ja. Der benutzt das auch zurzeit. Was heißt zurzeit? Er benutzt es gerade. Diesen Augenblick? Diesen Augenblick, genau. Wahrscheinlich, der ist sehr häufig auf seinem Server. Aber hat ja auch ein Arbeitsleben. Ich weiß nicht, ob er. Der Fino, ich stand gerade hinter dir, ich hatte gerade den Moment, einen kurzen Schritt nach vorne zu gehen, aber mit Shift geht es ja ein bisschen schwierig, einen zu verschieben. Genau. Oder? Kann man sich herunter? Ja, das würde funktionieren. Nee, ich lasse es lieber. Nicht, dass dann im Hundsgraber Boten hier irgendwas steht. Genau, über. Der Bürgermeister von der Drachenwacht ist im Ausland ums Leben gekommen. Beim Auslandsbesuch. Genau, Hunsgrab erklärt den Krieg. Nee, das kommt da ein. Red Shadow ist wieder rum. Mhm. Danke. Der gehört nicht zu uns. Nö, da war vorher mit einem zweiten drinnen. Die haben irgend so ein CSGO oder irgendwas, irgend so einen Raum offen gehabt. Ja, die kenne ich. Jemand, die kenne ich noch. Ah! Und der Death Counter steigt auch für die Anni ein nach oben. Herzlichen Glückwunsch. Du hast mich runtergeschubst. Eigentlich nicht. Ich bin durch dich von der Leiter geflogen. Das sind die Südwestländer. Die schmeißen einen leider runter. Die Südesmeraldien-Länder, ja. Esmeraldien, was sind das mit? Zack. Zack, zack. Jetzt weißt du, warum ich lieber unter der Erde lebe. Weil ich hier so tief rein.
Ach, richtig, aber wenn's Wasser reinbricht, hast du auch ein Problem. Ja, das mögen wir gar nicht. Ach so, ich habe ja mein Inventar bei mir. Es geht ja nichts verloren. Genau. Das hat ja nichts verloren. Das hat das Cedric extra so eingestellt. Nee, nee. Stimmt ja. Und meine Level habe ich ja auch noch alle. Ein Glück. Ich müsste gleich irgendwas machen. Ich habe 34 Level. 24 habe ich. Du könntest irgendwas verzaubern. Ja, ich auch. Ich habe ganze 5 Level. Ich glaube, wäre ich wirklich jetzt zweimal gestorben, da hätte ich wahrscheinlich nicht so viele Level. Bin ich einmal rum? Nee, noch einmal. 1, 2, 1, 2. Hier drüben auch. Genau, 1, 2, 1, 2. Der 1-2-Takt. Mhm. Der Fino gibt auch gern den Takt. Jo. Tick-Tack. Schmeckt lecker. Kommt aber drauf an, was für eine Sorte, ne? Mhm, das stimmt. So, langsam habe ich den Dreh raus. Den Drehwurm. Den Drehwurm, genau. So. 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 Und jetzt zack, zack. Innen, 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 außen. Okay. Ah, jetzt ist richtig. So. Ich hatte eine Tür, die hat falsch angeschlagen. Oh, so geht das. Die Tür, die ist falsch angeschlagen. Also falsch rum platziert sozusagen. Ja, sie war richtig platziert von der Seite her. Also von der richtigen Seite gesetzt, aber statt nach innen, dass sie angeschlagen ist, ist sie außen angeschlagen. Okay. Warte. Mhm. So. Und jetzt. Läuft unter mir rum. Hm. Der ist zu viel. Ich laufe und überlege. Passieren. Ich überlege, wie es weitergeht. Mhm. Das ist in der nächsten Folge. Und auf Wiedersehen. Genau. Ich guck mal nach. Ja, passt sogar. Wie es weitergeht, werdet ihr morgen sehen. Wir haben gerade die 4 Stunden geknackt. Ja, dann kannst du längere Folgen machen. Ja, ich meinte mit der Abmatt von Fastgard würde das passen. Wenn ich dran denke. So, was wollte ich eigentlich? Weiß ich nicht. Ja, und das war jetzt der Anfang der Folge und keiner weiß, warum wir das jetzt gesagt haben. So muss jede Folge anfangen. Was wollte ich eigentlich? Ich bin gleich wirklich fertig. Aha. Na, aber da. Oh, das geht ja jetzt einfach. Du brauchst einfach nur oben ransetzen. Hier. Nee, so. Hey, hey. Aua. Zack. Aha.
So. So. Es fallen wieder Blöcke nach unten. Achtung. Nein, ich habe genug. Zieht die Köpfe ein. bei Delfino denkt man immer, der hat gerade eine Errungenschaft erzielt. Fast. Weißt du, ist bei Delfino, wenn du mich unterhältst, dann das meiste, was du hörst. Hat sich so langsam schon die Sprache der Dorfbewohner angeeignet. Sie verstehen ja einen sonst nicht. Das stimmt. Selber lernst die Sprache ja nicht. Richtig. Da hat sich jemand verschluckt. Upsala. Normaler Husten. Genau, Hupsi. So, ich habe es eben Ebene 55 erreicht, komplett abgebaut. Okay. Das ist doch ein Fortschritt. Ich kann zumindest sagen, ich bin bodenständig geblieben. Das passt. Ist das so korrekt? Ja. Oh, jetzt ist es ganz schön finster hier. Super finster. Tja. Habe ich noch genug Stein? Ja, noch allerhand. Bei dir welche, wenn du brauchst. Noch habe ich welche. Ein bisschen mau, aber ich geh mal schnell. Wird schon wieder dunkel. Du brauchst da, wenn dann bei mir etwas Kohle noch, weil ich brauche den hier Ziegelstein, den grauen. Aber davon haben wir noch so viel in den Truhen rumliegen zurzeit, dass das, also unten ist noch eine komplette halbe Doppeltruhe, also eine Truhe voll komplett mit Steinziegeln. Müsste eigentlich voll klar gehen. Ja, dann kommt einer runter und holt ab. Ich habe ungefähr fast 4 Stacks Kohle eingesammelt. Oh, das passt sogar. Hast du immer noch meine... Ich kann schlafen. Meine Spitzhacke, oder? Natürlich nicht. Hast du noch die Spitzhacke? Ja, ne? Nein, die habe ich nicht mehr. Ist mir verloren gegangen, Hust. Ui. Ehrlich jetzt? Nein, die habe ich natürlich noch nicht. Er hat sie nur versteckt. Da musst du mir mal helfen, auf meinen Server die Box vorstellen und dann mit der Axt gleich hinterher. Können wir machen. Der Befehl steht bei Iruini unter jeder Folge. Kannst ja mal suchen gehen bei Iruini unter jeden Folge. Der hat über 2450 Folgen. Na gut, der nimmt ja teilweise Monate im Voraus auf. Oh ja. Der hat sozusagen im August die Folgen für den Januar produziert. Kann man ja schon so sagen. Ja, das ist richtig. Wie bitte? Bisschen übertrieben. Ja. Aber da bringt auch so halbe Stunden oder dreiviertel Stunden Parts raus, ne? Genau. Und wenn er gerade Lust so zum Aufnehmen hat, dann sitzt er 10, 12, 14 Stunden und nimmt nur auf. Ja, der hat ja das Großprojekt gehabt, Flughafen. Ich weiß nicht, ob er das schon beendet hat. Ich war jetzt seit gut 100 Folgen nicht dabei, aber... Das war doch einmal, wo Opa spielt, gleich bei ihm zu Gast war und 2 Monate vor Silvester haben sie die Silvester-Folge aufgenommen. Stimmt.
Und haben sich, glaube ich, dann noch verrechnet, weil es nach Silvester dann gekommen ist, weil es so viele Folgen waren. Stimmt. Das war da irgendwie am 10. Januar dann rausgekommen erst. Ja, genau. Genau, weil sie sich verrechnet haben. Aber das ist beim Heroine. Der nimmt auf. Ui. Ist ein sehr geschäftlicher Mensch, weil er hat nicht immer Zeit, deswegen nimmt er auch sehr rasch sehr viel auf, sodass er dann wieder an anderen Datums dann Zeit hat für das Privatleben. Finde ich eigentlich auch eine gute Sache irgendwie. Also. Genau, was bei ihm ja auch ist, ich weiß nicht, ob er es jetzt immer noch macht, aber früher war es so, wenn er 3 Stunden Sand schaufeln war, hast du 3 Stunden lang in den Folgen gesehen, wie er Sand schaufelt. Also wenn das Zeron machen würde, ja. 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 Jorin hat das ja durchgezogen. Ja, wo er da begonnen hat, da irgendwie seinen Fluss zu erweitern, dann hat er 3, 4, 5 Folgen nichts anderes gemacht, als nur zu graben und dann 2 Folgen nur Wasser reinzuschütten. Kann man machen, ne? Da finde ich es bei Opa spielt wieder besser. Der macht dann eine Zeitrafferfolge drauf, wenn er 3 Stunden rumschaufelt. Stimmt. Dann hast du es in einer Folge, wo er dann drüber spricht und bringt den Zeitraffer. Aber bei Heroine, du kriegst alles knallhart. Da wird nichts nebenbei gebaut. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Oh, nee, hier ist ein Baufehler drin, oder? Ist der richtig? Ist wieder ein Baufehler. So, eventuell. So, wie stehen wir denn hier davor? Und hier muss der Block weg. Und da muss der Block weg. Und da ist es wieder symmetrisch. Symmetrisch? Dann gucken wir mal bei den anderen. Was die denn gerade so Schönes machen. Ach. Ich plündere dein Lager. Muss immer was essen holen. Die Anni schon mal ein bisschen weiter gemacht. Ne, hier ist der Anni noch nicht. Eine noch weiter runter. Hier ist die Anni. Zack. Mhm. Oh ja, Annis Apartment. Schön. Ist schon ein bisschen mehr entstanden. Das Büro. Hast du keine Ü-Taste? Die Anni hat keine Ü-Taste. Ach ja, hier war das Lager, das Geheime. Gefunden. Oh. Gefunden auf otto.de. Zack. Ich hab gewonnen, ey. Was macht's denn schon wieder? Ja, wer ist es? Hat ja Leiterspielchen. Ah ja, und dann fliegt wieder wer. Ja. Also die hohe Decke bei Delfino, die finde ich sehr gut. Ne? Die Decke passt auch super, ist glaube ich Annis Fußboden. Ne? Achso, du meinst oben drüber, ja. Da sieht man dann quasi schon den anderen Fußboden durch, alles okay. Also den Fußboden habe ich halt heller gemacht. Wenn man sich ein bisschen abhebt von die Außenwände. So. Was wollte ich eigentlich? Genau, Blumentöpfe. Gibt es in dem Lager irgendwo Blumentöpfe? Wenige. In der Krümpeltruhe hier. Neben der Endertruhe die Truhe. Neben der Endertruhe die Truhe. Was für eine Endertruhe? Ja. Wo sind die Endertruhe? Ah, da. Ah, da ist Ton drinnen. Okay.
Also da ist nur Ton, aber keine Ziegel. Also die kann man ja brennen. Ah. Zack. Da ist eine Kerl nervt teilweise. Die schiebt dann immer weg beim Arbeiten. Guten Tag. Tag, Tag. Stimmt ja immer noch ein bisschen. Super. Was ist hier? Ich werde die Ebene hier noch fertig machen und dann bin ich für heute auch raus. Mir fallen schon ein wenig. Ja. Machen wir dann nochmal einen kurzen Abschiedsscreenshot und werde ich wahrscheinlich auch die Aufnahme beenden. Okay. Ist okay. Ich. Wenn du noch 7 Minuten durchhältst, dann haben wir nämlich wieder 20 Minuten zusammen. Es sei denn. Jo. Ja. Ja, der Golem, der läuft ja Patrouille immer vor der Eingangstür. Schon seit er hier drinnen gespawnt ist, macht er das. Der passt ja auf, dass hier nichts rausgenommen wird. Lass mal die Lage abchecken. Aha, okay. Ich habe gerade was bemerkt auf meinem Handy. Ach, das war das Handy. Ich hab gerade gedacht, ein Serum hier? Mein Handy hat mir gesagt, keine Ahnung, wie lang schon das Opa Zeron live ist auf YouTube. Ach so? Ja, er streamt. Das wusste ich gar nicht. Hat doch gar nichts erzählt. Ja. Rollercoaster, nicht Planet Coaster, meine ich. Guck mal auf den Baum, Delfino. Das Rätsel der Dorfbewohner. Wie kommt die dort nuff? Die Treppe hoch und dann übers Dach rüber. Ja, komm mal mit. Die können dort gar nicht lang. Guck. Die können ja nicht lang, das ist alles 2 bis 3 Blöcke hoch. Und ich hab alle Dorfbewohner von dem Baum runtergeholt, das habe ich sogar im Let's Play, den Beweis, weil hier ein Erdprömpel stand, der stand hier und somit konnten die aufs Dach. Und dann habe ich aber alle sicher runtergeholt und habe den Erdprömpel weggemacht und eine Woche später waren da ganz andere Dorfbewohner wieder oben drauf. Und auch wenn man auf die Rathausseite geht, aber von hier, das sieht die Kuppel schon richtig gut aus. Hat was. Vielleicht irgendwer. Hier kann man ja auch runtergehen. Vielleicht haben sie sich irgendwie gegenseitig raufgeschoben, irgendwie. Das ist komisch. Wenn wir mal das Rathaus hochgehen. Dass die irgendwie raufgepackt sind. Der Ton brennt da eh noch gerade. Ja, dann gucke ich aber jetzt sehr runter. Ja, dann passt es eh gut, wenn wir dann quasi in 5-6 Minuten. Hier ist eine große Wendeltreppe. Ah, ich komme. So. Hier kommen die nirgends nach oben. Und die habe ich extra hier das so gebaut, dass man erst hier hochspringen muss und dann hier rüber. Und das schafft kein Dorfbewohner. Stimmt, da kommt keiner. Hier könnten sie sich hochschieben, da ist hier Sackgasse. Genau. Und wenn man dann hier oben ist. Da kommst du auch nicht hoch, das ist nur das Grünzeug. Nö, also ich wüsste auch nicht. Und müssten die einmal hier ringsrum latschen? Bis die da sind. Nö, die können da eigentlich nicht wirklich rauf. Das ist richtig komisch. Ich liege. Ich auch. Ich mache mal kurz einen Screenshot, dann komme ich auch schlafen. Zeron streamt. Gut zu wissen. Ja, ja. Immer wenn ich eine große Aufnahme mache. Er hat nichts angekündigt. Ja, deswegen. Wahrscheinlich sehr spontan. Und hier spricht dann der Bürgermeister zu seinem Volk. Aber er ist ja auch total begeistert vom Planet Coaster. Stimmt. Ich meine, ich habe sie auch. Und UFO hat's. Wir haben sie alle.
Ja, hier spricht der Bürgermeister im Volk. Genau. Und da redest du an. Dort hinten läuft die Edith. Wenn du ranzoomst, das siehst du sogar. Zurzeit bei mir ein Fördinger. Ah, da hinten, wolltest du ja ein Foto schießen? Wo willst du das machen? Ganz oben oder wo willst du machen? Ja, unten wieder auf den Sandstein. Ah, da warst du noch gar nicht dabei. Siehst du mal. Richtig. Zack. Du kannst dich auch auf den Balkon stellen und mit ihm bei mir ein Foto machen. Stimmt. Den nehme ich noch gar nicht drauf. Ja. Schreib mir das Schild um. Da kommt die Anni nochmal schnell runter und dann beenden wir die Aufnahme. Genau, dann treffen wir uns und machen ein Foto und dann ärgern wir einen Bürgermeister. Genau. Und sagen, nee, so kannst du die Achterbahn nicht bauen. Machen wir das einfach so. Du magst ein neues Schild. Nee, hat mir gerade geschrieben, es haut mir gerade das Schild weg. Ach so, ich hab gedacht, da steht einfach mal so nichts drauf. Okay, dann machen wir es wieder so hier. Anni, zack. Dann, da steht Fastgard. Fastgard. Zack. Da stehe ich. Ich. Und hier der Fino. Genau. So. Und dann stehen wir. Ups. Und schauen der Sonne entgegen. Zack. Und F5. F5. Oh. Warte mal, ich nehme mal kurz meinen Helm ab. Schaut mal hier, ich nehme am besten mal nix in die Hand. Warte, ich muss mal kurz nix in die Hand nehmen. Nehmt mal nix in die Hand und schaut mal nach unten. Warte. Und nach unten? Mhm, genau. Super, oder? So. Screenshot und jetzt nochmal nach geradeaus. Wie sie langsam die Köpfe nach oben gehen. Weißt du, wir müssen uns ja richtig justieren. Korrekt. Und dann vielleicht noch nach oben schauen. Nach oben? Na. Ja, wenn wir nach unten schauen, müssen wir. Aber eventuell nochmal umdrehen. Genau, umdrehen, müssen wir den Hintern zeigen in die Kamera. Genau, jetzt drehen wir uns noch um. Und bücken uns nach vorne. Der Fino muss noch mitmachen. Der ist noch nicht geduckt. Warte. Der Fastgard muss mal ein Stück nach vorn. Ein kleines Stück nach vorn. Genau. Hehe. Gut, meine lieben Freunde. Da war es mit einer riesengroßen Aufnahme. Wir haben jetzt wahrscheinlich schon Weihnachten. Frohes Fest wünsche ich euch. Ist ihr sicher, dass nicht schon Silvester ist? Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Ich glaube, es ist irgendwie Mitte Dezember gerade. Genau, wir wünschen allen schönen Schnee. Irgendwo wird es schneien. Genau. Ich stelle wahrscheinlich dann nächste Folge ein paar Kisten hier, Kisten sage ich schon, ein paar Schneegolems hier auf. Das werde ich tun. Werde ich gleich mal anfangen. Aua! Warte mal, so. Wo ist die Anni? F5-Modus. So. Zack, zack, zack. Hehe. Dann ciao, ciao, gute Heimreise wünsche ich euch. Die auch schöne Heimreise, dir Fido. Kommt gut in der Drachenwacht an. Richtig schöne Grüße aus. Mache ich, vielleicht randaliere ich hier noch ein bisschen. Also ich glaube Einrichtung noch rein, vielleicht dann später oder morgen oder so. Der Fino war es hier. Genau. Das schreibe ich irgendwo, hänge ich ein Schild auf. Ja. Und ihr müsst es dann finden. Oh, das findet man dann hier zu Ostern, ein Osterspecial. Da
schreibst ganz bescheiden, dass der Name von der Stadt weg Nordwehen und schreibst in Delfino. Genau, dass es eigentlich überhaupt nicht auffällt. Genau. Völlig unauffällig. Ja, irgendwas Kleines. Ja. Oder ich mache aus einem W, mache ich ein M, dann steht Nordmain oder so. Das sieht man nicht gleich. Machst du bei dem O einfach noch zwei Ö-Pünktchen drüber und dann Nordmain. Richtig. Nordmain. Genau, genau, Mordmain. Mordmain. Die Mordwehen, genau. Fangen wir mal mit dem ersten Mord an. Genau. Ah nee, du bist völlig Kettensägenmörder. Bei Shadows Texture Pack wäre die Axt ja jetzt eine Kettensäge. Genau. Da verabschiede ich mich. Der Fasker, der geht schon mal baden. Ja, wird mal Zeit. Und wir hatten Spaß und wir hatten viel geschafft. Danke mich für eure Mitteilnahme, auch an die jetzt nicht mehr da sind, an den Sonnenschein, den Rico, den Philipp und den Tomcat. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Genau, die können dann den Rest fertig bauen. Genau, die bestelle ich mir nochmal ein und dann bauen die alles weiter. Nein, Quatsch. Sie fehlen noch zwei Außenmauern in die Ebenen. Stimmt, das werde ich wahrscheinlich dann im Let's Play nachträglich einfügen. Stimmt, geht auch. Dann haben die anderen Zuschauer auch was. Genau. Wir sehen dann zwei Folgen, bis du eine Mauern baust. Und natürlich das Kuppeldach nicht vergessen, ne? Richtig, ne? Genau. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Alle geht's. Hey. Tschüss. Tschüss.